Moin, meine lieben Zockerstachel. Willkommen zurück zu Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Und heute geht es in die Los mit die neue Hoffnung. Geil, ne? Jetzt kommt endlich die Trilogie, die wirklich Star Wars ist und nicht den Kram, den wir davor gespielt haben. Ich finde auch geil hier gerade den man hier so in Vorschau sieht, den Landspeeder. Ne? Den gibt es jetzt in groß. Aber ich finde den ein bisschen. Er ist nicht ganz so gut gelungen. Ich glaube, das ist so ein 50-50-Ding. Manche Fans lieben den, manche Fans werden den wahrscheinlich hassen. Keine Ahnung. Irgendwie finde ich ihn so. Meh. Also deswegen ist er mir eigentlich zu teuer. Aber das ist ja auch ein Riesenschiff. Ich meine, der ist, glaube ich. Ah, guck mal, das sieht man in meiner Kamera gar nicht. Aha, der ist so groß. Seht ihr das? So groß. Siehst du, passt nicht mal in die Kamera. Oh Gott. Wir legen los. Übrigens, achso, und ich habe mir den. Ist jetzt gerade neu rausgekommen. DLC-Pack. Mal gegönnt hier von Mandalorian Staffel 2. Ja. Da haben wir, glaube ich, Mando drin. Wie heißt das hier? Wir haben Ahsoka Tano haben wir drin, glaube ich, als Skin. Und auf jeden Fall noch, was war noch interessant, Boba Fett, die neue Rüstung, glaube ich. Gucken wir uns nachher mal an. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Episode 4. Eine neue Hoffnung. Es herrscht Bürgerkrieg. Die Rebellen, deren Raumschiffe von einem geheimen Stützpunkt aus angreifen, haben ihren ersten Sieg gegen das böse galaktische Imperium errungen. Während der Schlacht ist es Spionen der Rebellion gelungen, Geheimpläne über die absolute Waffe des Imperiums in ihren Besitz zu bringen. Den Todesstern, eine bewaffnete Raumstation, deren Feuerkraft ausreicht, um einen ganzen Planeten zu vernichten. Verfolgt von den finsteren Agenten des Imperiums eilt Prinzessin Leia an Bord ihres Sternenschiffs in ihre Heimat als Hüterin der erbeuteten Pläne, die ihr Volk retten und der Galaxis die Freiheit wiedergeben könnten. Ja. Gehört? Sie haben den Hauptreaktor getroffen. Diesmal gibt es kein Entrinnen für die Prinzessin. Sichert die Luftschleuse ab und bereitet die Rettungskapseln vor. Hoheit, diese Übertragung. Was haben wir empfangen? Hoffnung. Wir sind über Tatooine. Das ist bei einem alten Freund sicherer. Ja, habt ihr eben gesehen? R2-D2 hat sich kaktusmäßig kurz mal grün gemacht. Rettungskapseln, Hoheit. Nein, sie werden nach Lebewesen scannen. Wir müssen sie einem Droiden geben. Ja, das machen wir natürlich. Erstmal kloppen wir ein bisschen wieder was kaputt. Wir kennen das ja. Aber jetzt haben wir natürlich wirklich... Jetzt sind wir in der neuen Trilogie. Jetzt sind wir natürlich wieder bei Null, ne? Ey, geh mir doch aus der Sonne. Meine Güte. Hallo, hier spricht der Captain. Falls ihr euch wegen des Lärms wunderst, wir haben derzeit einige durch Enterung bedingte Turbulenzen. Bitte bewahrt die Ruhe. Okay, da kommen wir nicht hin. Zielen und schießen. Ruhig atmen. Ja. Kriegen wir hin. Wir werden geentert. Haben wir schon Gegner? Nö. Los, los, los! Okay. Nur ein bisschen hier, ne? Da! Alle auf die Station! Jawohl, alle auf die Station! Ha. Hier brauchen wir irgendwas für. Du kommst klar? Gut.
Da! Haltet sie auf! Was sagen, das war wohl ein Header oder was? Ist doch so geil, du kannst dir glaube ich auch die Beine wegschießen, wenn der Kleid dann nach vorne weg ist. Ist so geil. Man soll doch treffen, ne, wenn man die töten möchte. Da ist er schon. Mache ich übrigens auch jeden Tag jetzt, gerade wegen der scheiß Lunge. Hör mich ähnlich an. Wollen wir die Verhandlungen beginnen? Tschüssikowski. Das steckt fest. Okay. Noch einmal der Captain. Das Imperium hat das Schiff mittlerweile geändert. Das ist der Moment, um in Panik auszubrechen. Ah. Na, da schau einer, guck. Guck. Ja, so, ihr seid gerade eh dicht dran. Ah. Aber die ist natürlich nicht so stark wie andere. Was war das eben? Anziehen. Okay. Anziehen. Ich kann komplett. Ja, wollen wir ja auch, ne? So, komplett. Ne, nicht komplett. Ich dachte eben. Kommen immer mehr Sturmtruppen. Deshalb müssen diese Pläne schnellstmöglich nach Tatooine. Wo ist der Druide? Echt mal, wo ist der Druide? So, kann ich mich hier irgendwo in Deckung gehen? Ja, macht sie von alleine alles klar. Oh, guck mal, wir können hier Dosen werfen. Eine fehlt noch. Gehst du wohl da runter? Ich hätte es gedacht, dass es eine Herausforderung ist. Oh, die sind dicht. Oh, das war zu viel. Oh, da ist noch einer. Gehst du mir wohl aus der Sonne? Alles klar. Bauen. Mehr brauchen wir nicht. Genau, zieh mal an. Hier, machen wir nochmal. Hier. Hier. Da bist du denn, deppert? Hier sind noch Füße da hinten. Na ja, gut. Er will jetzt gerade nicht. Komm mal mit hier. Hier. Hopp. Füße hier. Das ist doch, wenn man nicht alles selber macht, ne? Zack. Meine Güte. Euch hat man sein Kreuz, ne? Das ist. Da haben wir schon. Alles kaputt schlagen! Festgepackt. Yeah. Gib alles und ein bisschen mehr.
Madame. Hey. Das ist Star Wars Comic. Ich wollte ihn gerade schlagen, aber das ist ja gar nicht. Das Comics? Oder sind das DVDs? Okay, wo geht's weiter? Da. Komme ich gerade? Gleich wieder Orientierung wie eine Bockwurst. Kennt man ja von mir. Aber wir sind schon gut mit dem, mit dem Zerstören. So, diesmal hat es auch geklappt. Ich brauche noch einen Helm. Kackvogel, Alter. Ich brauche noch einen Helm. Okay, da geht's nur wieder nach oben. Da waren wir ja schon. Ja, leck mich weg. Captain, sag das bitte nie wieder. Mhm. Da können wir... Also sind gleich durch mit dem Sammeln, wenn ich so weitermache. 1 von 6. 2 von 6. Was habe ich denn da wieder gefunden? Wir sind schon im lilanen Bereich. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Oh. Oh, geht los. Kannst auch kommen. Kaputt schlagen kann ich es nicht. Wäre ja auch eigentlich blöd, ne? Dann kommt der dann gleich nicht mehr mit. Ja. Was war das? Lauf, Leute, Beine in die Hand. Das ist Vader. Kann ich irgendwas machen? Rückzug! Verstärkung benötigt. Ich wiederhole, ich brauche Verstärkung. Okay, da haben wir ein paar Leute. Okay, oder hier, Feuer. Da hinten sieht aber nach coolen Sachen aus, ich glaube. Da würde ich... Kann ich da links? Hallo? Wir müssen einen anderen finden. Zieh. Dann lasst uns die Pläne des Imperiums nutzen. Juhu. Ah, guck mal, ich kann was bauen. Links oder Lasergeschütz, Wasserwerfer. Ich würde ja erstmal den Wasserwerfer machen, damit wir... So. Mit etwas Wasser könnte ich das Feuer löschen. Da können wir ja sogar beides. Moment mal. Geht das? Ja, guck mal, wir können beides. Ups, fehlte wohl noch was. Das war aber nicht Meisterbauermäßig. Sieht mehr wie ein Mond aus als ein Stern. Nichts geht mehr, Jungs. Rihanna war blüh. Warum treffe ich die nicht? Doch, treffe ich. Ich mache alles kaputt. Gut. Wir gehen jetzt mal in beide Gänge rein. Weil, ja. Hier ist nochmal der Captain. Niemand sonst. Bitte.
Elite heißt das Imperium herzlich willkommen. Ergebt euch und übergebt die Pläne. Warte mal, die Scheibe sieht aus, als wenn sie... Nö. War das vielleicht doch nicht schlecht, dass wir hier lang sind? Hallo, Kamera. Roboter. Das können wir. Wenn ich mich nicht wieder zu behämmert einstellen. Einstellen vor allen Dingen. Ich bin im Moment so durch den Wind. Ohne Scheiß. Ich habe letztens nicht mal geschnallt, dass ich bei Ranch Simulator Folge 28 vor Folge 27 reingehauen habe. Rausgehauen habe. Was war X das? So. Das hat nicht so geklappt. Wir müssen den Strom für diese Tür kappen. Wo sind die Energiezellen? Schnell! Komm, was ist hier? Drück doch die richtigen Knöpfe, Mann. Aha. Weißt du noch das Passwort für das Ding 318? 318? Ich bin 764. Wirklich? Wo ist dann 318? Ich dachte, du bist 318. Nein, ich bin 184. Hey, die verfolgt mich auch noch. Was ist das für eine Kackbombe? Ja, hast nicht gedacht, dass ich mich sehe, oder was? Was ist ein Herz da oben? Bauen. Irgendwas war schon wieder bauen. Ich hab's gesehen. Da. Das Imperium hat euer Schiff geentert, eure Hoheit. Das ist uns nur zu bewusst, Admiral. Ihr sitzt in der Falle. Sie kommen. Aufgepasst, Admiral. Bei großen Angeles-Graben. Da kommen immer mehr von denen. Da muss ich ran. Aufgepasst! Wo denn? Achso, dachte, geht die Tür auf. Ein Stück muss ich noch, ne? Klar. Oh, jetzt kann ich ihn gleich anziehen, wenn ich nicht wieder ziehen muss hier. Guck mal, so ein bisschen geht sie schon mal auf. Boom. So, dann brauche ich jetzt hier noch ihn hier. Damit ich wieder aussehe wie... Ah, Füßchen brauche ich noch. Gut. Ich gleich an. Wir müssen die Nothebel an der Tür auslösen. Ja, ich weiß das. Wir können erstmal gucken, was hier drin ist. Wir haben es ja schon mal aufgemacht hier. Schalter. Vier Stück. Sind aber nur zu. Warte. Aha. So. Haben wir da nicht noch einen von?
Irgendwie weiter hinten, ne? Da. Komm mal mit. I need you. Oh, ich bin durch mit Kaputthauen, ne? Oh, auch geil. So, kriegst du das von alleine geschissen? Nö, natürlich nicht. Achso, wir brauchen ja gar nicht mehr kaputt hauen. Aber es macht ja auch ein bisschen Spaß, macht's ja auch. Ne? Auch wenn man sich so sagt, es kann auch nerven. Gut, dann machen wir mal den Rest hier. Tür ist auf. Du meinst, ich schnall das nicht, dass du das bist? Ui, ja, ah, das war das vorhin auch. Habe ich das nicht geschnallt, was da explodiert ist? Aber das war der Feuerlöscher. Moment, schaut, da ist meine R2-Einheit. Sie wird diese Pläne nach Tatooine bringen. Genau. R2, du. R2-D2, wo bist du? Die Pläne vom Todesstern sind nicht im Computer. Was habt ihr mit diesen Plänen gemacht? Geheimauftrag? Was für Pläne? Wovon redest du?